Meine Damen und Herren, es ist mir eine ganz große Freude, dass ich heute im Namen der Salzburger Landesregierung den Landespreis für Zukunftsforschung 2008 an Herrn Universitätsprofessor Dr. Dr. Jean Ziegler verleihen darf. Als ich Sabina Hank davon erzählt habe, heuer im Sommer bei einem Diabelli-Konzert, hat sie ganz spontan gesagt, das ist der Held meines Lebens. Er ist der Held unseres heutigen Abends und wir sind alle sehr stolz, dass Sie diesen Preis bekommen, ihn annehmen und ihn auch ein bisschen als weiteren Auftrag für Ihre Arbeit sehen. Wir gratulieren herzlich und wünschen Ihnen alles Gute, viel Gesundheit für die Zukunft und gäbe es eine Weltregierung, Sie müssten ein Mitglied davon sein. Alles Gute! Wo ist Wasser? Ah, ja. Herr Professor Ziegler, ich darf mich den Glückwünschen anschließen. Ich freue mich gleichermaßen als Salzburgerin und als Journalistin, dass Sie diesen Preis bekommen haben. Die Frau Landeshauptfrau Burgstaller hat gemeint, es hat ihr leid getan, dass Sie nur so spät in der Nacht im Fernsehen zu sehen waren. Das stimmt zwar, aber Sie waren zu hören zu anderen Zeiten. Sie waren gestern am Abend zu hören in Österreich 1 um 18.30 Uhr und heute um 14 Uhr, also durchaus zu christlichen Zeiten. Schön, dass Sie gekommen sind. Aber auch ich weiß, dass auch einige Sie schon gehört haben. Sie waren ja gern gesehener Gast in den Medien, aber ich weiß auch, dass jetzt alle gespannt und mit Freude auf Ihre Rede warten. Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr verehrte Frau Landeshauptfrau, sehr verehrter Herr Präsident des Kuratoriums, Kollege und Freund Professor Vierley, sehr verehrter Michael Steger, der so gute Organisationsarbeit geleistet hat, liebe Sabine Hank, danke für die wunderschöne Musik. Ich möchte auch Karl-Heinz Böhm danken für seine Worte, die sehr bewegend sind, übertrieben natürlich im Kompliment, das er mir macht. Ich weiß, was er tut in Äthiopien und das ist ganz, ganz großartig. Es ist eine ganz große Ehre für mich, diesen Zukunftsforschungspreis hier in der Welthauptstadt der Kultur in Salzburg zu erhalten. Ich bin außerordentlich dankbar. Ich bin auch dankbar für die Ehre, die mir erwiesen wird, meine Damen und Herren, die ich alle begrüßen möchte, danken möchte, dass Sie gekommen sind heute Abend. Es ist eine große Ehre für mich, hier reden zu können, nicht nur diesen Preis, diesen großen, wichtigen Preis, der an einen wirklich engagierten Intellektuellen der vorgehenden Generation, den ich immer bewundert habe, nämlich Robert Jung, der alles auf sich genommen hat, die Diffamationen, die mit den Ostermärschen damals einherging, der ein großes wissenschaftliches Pionierwerk hinterlassen hat und gleichzeitig das Beispiel des konkreten täglichen politischen Engagements gegeben hat, dass ich in dieser Tradition stehen darf, hier heute Abend
Das ist ebenfalls eine sehr große Ehre für mich. Und zuletzt möchte ich sagen, Sie können sich nicht vorstellen, welche Unterstützung dieser große Preis für mich ganz praktisch in der diplomatischen, politischen Arbeit, Tagesarbeit in New York und Genf bedeutet. Ich danke Ihnen im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Preis. Er gilt ja denen mindestens so viel wie mir. Die Schlacht um das Recht auf Nahrung, das werden wir jetzt gleich sehen, in der UNO ist total unentschieden. Und ich bin für jede Unterstützung und vor allem diese prestigereiche, unglaublich ehrenvolle Unterstützung sehr dankbar. Noch eine Vorbemerkung. Wir haben jetzt in 3 Wochen, wird in Wien, in Paris, in New York, in Genf, das 60. Jubiläum der Universellen Deklaration der Menschenrechte gefeiert. 60 Jahre ist es her, dass am 10. Dezember 1948 die Universelle Deklaration der Menschenrechte von den UNO-Mitgliedstaaten damaligen unterzeichnet wurde. Seither sind es 192 geworden. Jeder neue Staat, der eintritt, muss gleichzeitig die Charta und die Universelle Deklaration unterschreiben. Unter diesen Menschenrechten ist das Recht auf Nahrung wahrscheinlich jenes Recht, das am meisten, permanentesten, schwerwiegendsten auf diesem Planeten verletzt wird. Es mag merkwürdig sein, eigentlich recht exotisch, aber die Frau Landeshauptmann hat das so gewollt, dass wir heute Abend über das tägliche Massaker des Hungers reden. Im reichen, wohlhabenden, brillanten, wunderschönen Salzburg, das ich jetzt zum zweiten Mal entdeckt habe. Es mag merkwürdig sein. Die Merkwürdigkeit verschwindet, wenn man an das Identitätsbewusstsein denkt, das in uns ist. Ich bin der andere ist ich. Rilke hat gesagt, wo Augen sich kreuzen, entstehst du. Ich bin der andere ist ich. Bei Kafka steht ein ganz merkwürdiger Satz im Tagebuch, der sagt, weit, weit weg von dir geschieht die Geschichte der Welt, die Weltgeschichte deiner Seele. Und Kant im ewigen Frieden, das wissen Sie ja, sagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Deshalb ist das heutige Thema ein Thema von höchster, unmittelbar konkreter Aktualität für uns alle. Ich möchte beginnen, wie das langweilige Professoren immer tun, mit einer Definition, nämlich mit der Entschuldigung, alle sind ja nicht langweilig, du ja nicht. Also, immer tun mit der Definition, der UNO-Definition des Rechtes auf Nahrung. Das Recht auf Nahrung ist das Recht auf einen regelmäßigen, permanenten und freien Zugang, sei es direkt durch Produktion, sei es indirekt mittels monetärer Kaufmittel, zu einer qualitativen, quantitativen, adäquaten Nahrung, die den kulturellen Traditionen des Volkes, dem der Konsument angehört, entspricht und die ein psychisches und physisches, kollektives und individuelles, würdiges und befriedigendes Leben ermöglicht, das frei ist von Angst. Jetzt, dieses Menschenrecht auf Nahrung, auf welche konkret gelebte Realität bezieht es sich? Einige Zahlen aus dem World Food Report, total unbestritten, der FAO, der Food and Agriculture Organization der Vereinigten Nationen, der Spezialorganisation. Aus dem World Food Report April 2008, die Zahlen von 207. Alle 5 Sekunden letztes Jahr und jetzt stirbt ein Kind unter 5 Jahren. 100.000 Menschen sterben am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. 100.000 pro Tag, 923 Millionen sind mehr als ein Mensch auf 6 schwerst permanent unterernährt. Haben kein Leben, Familienleben, sexuelles Leben, Arbeitsleben, sind invalid, verkrüppelt
durch permanente Unterernährung. 3 Jahre zuvor waren es 854 Millionen, in 3 Jahren sind fast 100 Millionen dazu gekommen. Derselbe World Food Report, die Opferzahlen sind nicht bestritten, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Entwicklungsphase ihre Produktionsmittel ohne Problem, das heißt 2700 Kalorien erwachsenes Individuum pro Tag, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnten. Wir sind 6,3, also das Doppelte praktisch der Weltbevölkerung könnte problemlos ernährt werden. Es gibt also heute, zu Beginn dieses Jahrtausends, überhaupt gar keine Fatalität, keinen objektiven Mangel auf diesem Planeten. Es hat ihn einmal gegeben. Vor 200 Jahren sind Menschen aus Bayern, aus der Bretagne, aus dem Wallis, aus dem Engadin und so weiter ausgewandert über die Meere, um wirtschaftlich überleben zu können. Der objektive Mangel ist vorbei, zu Beginn dieses Jahrtausends eliminiert, wegen der unglaublichen Sequenz von industriellen, technologischen, elektronischen Revolutionen, die die Produktionskräfte der Menschheit unglaublich potenzialisiert haben. Es gibt keine Fatalität. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden und bevor wir auseinandergehen, werden viele gestorben sein, am Hunger stirbt, wird ermordet. Sartre, Jean-Paul Sartre hat gesagt, pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment. Um die Menschen zu lieben, muss man sehr stark hassen, was sie unterdrückt. Das entscheidende Wort ist was. Es geht um strukturelle Gewalt. Es geht um eine mörderische, absurde Weltordnung des globalisierten Raubtierkapitalismus, um es schnell zu sagen. Aber das werden wir dann analytisch weiterverfolgen. Es geht um eine Weltordnung, die tötet. Sie ist mörderisch, weil sie tötet. Ich habe jetzt den Hunger, wir nehmen heute Abend den Hunger, wir könnten die Epidemie nehmen, die zu Millionen Opfer fabrizieren in den 122 Entwicklungsländern der südlichen Hemisphäre, wo 4,8 Milliarden Menschen leben, also 2/3 der Menschheit, Epidemien, die längst überwunden sind von der Medizin. Ich könnte das verseuchte Trinkwasser nehmen, das für 2,2 Milliarden Menschen Leid, Krankheit und häufig Tod durch blutige Diarrhee und so weiter bringt. Ich könnte die Desertifikation nehmen, die fortschreitet, die Sahara schreitet 5 Kilometer im Tag nach Süden vor. Ich könnte verschiedene, ganz paradigmatisch, ganz verschiedene Kriterien nehmen. Ganz sicher ist, diese Weltordnung ist mörderisch. Sie ist eben auch absurd, weil sie tötet, aber sie tötet ohne Notwendigkeit. Jetzt kommen wir schon zum ersten Widerspruch. Wie Menschen sterben, am Hunger sterben, das ist eindeutig, univok, wie man auf, ist eindeutig. Warum sie am Hunger sterben, das ist unglaublich kompliziert und vieldeutig. Die Kausalstränge überschneiden sich. Eindeutig, einmal, von Bangladesch bis Darfur, bis Somalia, bis Nordkenia, bis Burkina Faso, jedes Kind, jede Frau, jeder Mann, der an der Hungeragonie zugrunde geht, stirbt physiologisch auf dieselbe Weise. Ich sage rasch die Etappen. Ein Mensch kann 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen, wenn er ein wenig Liquides hat, 3 Wochen ohne Nahrung überleben, wenn die Ausgangsbedingungen die normale physiologische Existenz sind. Bei unterernährten Kindern setzt der Zerfall natürlich nach ganz wenigen Tagen ein. Zuerst braucht der Körper die Zucker, dann die Fettreserven auf, dann bricht das Immunsystem zusammen.